Es war ein fantastisches Comeback auf der Nürburgring Nordschleife. Gesamtsieg für das Team BMW Motorsport beim 24-Stunden-Rennen in der grünen Hölle. BMW Motorsport-Direktor Mario Theissen und die Piloten Jörg Müller, Augusto Farfus, Uwe Alzen und Petro Lamy im Siegestaumel. 5 Jahre nach dem letzten Gesamterfolg errang ihr BMW M3 GT2 den 19. Sieg für BMW. Ich kann es nicht fassen, ich kann nur sagen, großes Kompliment an BMW und unsere Fahrer und an die Mannschaft, die auch übers Rennen nie aufgesteckt hat und auch mit den Rückschlägen, die wir hatten und irgendwann dann da vorne zu stehen, ganz toll. Es war eine Meisterleistung, wie das Fahrerquartett den BMW M3 GT2 als erste ins Ziel brachte. Trotz der Probleme in den letzten 3 Stunden des Rennens. Ein Getriebeschaden. Die Anspannung war groß. Doch das Team BMW Motorsport behielt die nötige Ruhe. Unser Auto verlor ein wenig an Performance und ich konnte nicht mithalten. Wir müssen sehen, was wir machen können. Es ist hart, das Auto macht Probleme, aber wir werden es wieder hinkriegen. In 154 Runden auf der über 25 Kilometer langen Nürburgring-Nordschleife galt es, den Ring zu rocken. Die wohl anspruchsvollste Strecke der Welt. 220.000 Zuschauer verfolgten das Rennen, das wie jedes Jahr viel Spektakuläres bot. Auch das Siegerauto blieb nicht von Schwierigkeiten verschont. Wir hatten uns bis auf Platz 2 vorgearbeitet. Wir hatten zuerst eine Reifenpanne und einen Kühlerschaden. Deshalb haben wir in den Boxen 2 Runden verloren. Sonst würden wir jetzt um die Führung kämpfen. Doch das Team arbeitete sich Runde um Runde bei kühlen, aber trockenen Witterungsbedingungen wieder nach oben, bis hin zum Sieg. Wir hatten eine gute Fahreraufstellung, ein großes Team und ein großartiges Auto. Das ist alles, was man zum Gewinnen braucht. Und hier ist der Beweis. Der Kampfgeist der Piloten wurde belohnt. Das Team BMW Motorsport hat trotz einiger heikler Situationen an sich geglaubt. So feierte es mit dem BMW M3 GT2 auf der Nürburgring-Nordschleife ein triumphales Comeback. Mehr Informationen unter bmw-motorsport.com.